Weihnachten steht vor der Tür. Grund genug, seinen Liebsten eine Freude zu machen. Zum Beispiel mit einem eigenen Fotokalender. Gerade der Jahreswechsel ist ein guter Anlass für dieses Geschenk. Doch wie gestaltet man eigentlich einen eigenen Fotokalender, ohne große Vorkenntnisse in der Bedienung von Software zu haben? Nun, glücklicherweise geht es mittlerweile ganz einfach. Wie genau und mit welchem Anbieter am besten, das zeige ich euch in diesem Video Schritt für Schritt erklärt. Bei einem Fotokalender solltet ihr euch zunächst einmal überlegen, in welcher Größe ihr das Ganze braucht. Das bedeutet A3, A4 oder vielleicht nur klein im A5-Format. Eine aus meiner Sicht optimale Größe für einen Wandkalender ist ungefähr A3. Habt ihr allerdings eher einen Küchenkalender und wenig Platz, dann könnt ihr mit einem A4-Format wählen. Und wenn ihr den Kalender zum Beispiel auf ein Beistelltischchen stellen möchtet, dann reicht auch vielleicht schon das A5-Format. Jetzt macht es noch Sinn zu überlegen, ob das Ganze im Quer- oder im Hochformat gestaltet sein soll. Kalender im Hochformat eignen sich dafür, wenn du sie an eine relativ schmale Wand hängst, wo also rechts und links daneben noch relativ viele Möbel beispielsweise stehen, dann macht es Sinn, Hochformat zu wählen oder für einen Kalender, den du geklappt auf einen Beistelltisch stellen möchtest. Für alle anderen Arten empfehle ich eher das Querformat, das Breitbild, denn damit hast du die Möglichkeit, deinen Bildern viel Raum zu geben. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Bilder du integrieren möchtest, ob die eher im Hochformat oder eher im Breitformat aufgenommen worden sind. Aber wo sollte ich nun den Fotokalender gestalten? Das kannst du einmal ganz offline im Drogeriemarkt DM und Rossmann machen. Da wird es meistens in Kooperation mit dem Anbieter CW Fotobuch gemacht. Allerdings empfehle ich dir persönlich einen anderen Anbieter. Denn dort hat mich sowohl die Qualität überzeugt, als auch das Tool, mit dem man quasi diesen Kalender erstellt und vor allem auch der Preis. Der Anbieter, den ich dir empfehlen würde, ist MeinFoto. MeinFoto findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Und ganz wichtig, schau mal, ob ich in der Videobeschreibung gerade Rabattcodes verlinkt habe. Denn der Normalpreis ist nicht unbedingt der Preis, den du bezahlen solltest, sondern es gibt bei MeinFoto fast immer Rabattaktionen. Und nur in diesen Rabattaktionen ist der Preis dann auch so richtig, richtig gut. Und deswegen klick mal auf den Link in der Beschreibung, dann siehst du, ob es gerade eine Rabattaktion gibt. Ich zum Beispiel habe hier einen A3-Kalender für um die 16 Euro bekommen. Es geht allerdings schon bei 6,90 Euro für einen ganz kleinen Kalender los. Dazu kommen noch Versandkosten. Das heißt, das ist relativ günstig, aber trotzdem eine hohe Qualität. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie man bei MeinFoto diesen Kalender anlegen kann. Für deinen Fotokalender brauchst du natürlich zunächst einmal die richtigen Bilder. Diese Bilder müssen in den meisten Fällen ja erst von der Kamera zum PC übertragen werden. Das kannst du am besten machen, indem du sie dir in Google Fotos oder einem anderen Cloud-Anbieter wie Google Drive, OneDrive, Dropbox hochlädst und dann am PC herunterlädst. Alternativ kannst du sie dir auch einfach mit der App WeTransfer verschicken. Diese Möglichkeiten sind besser, als sie dir einfach per WhatsApp aufs Smartphone zu schicken, denn da geht meistens Qualität verloren und wir brauchen möglichst hochauflösende Bilder. Nutze also einen dieser Anbieter und schau dir nochmal hier das separate Tutorial an, wenn du noch Fragen hast, wie du Bilder vom Handy auf den PC ziehen kannst. In meinem Ordner habe ich nun 14 Bilder. Wir brauchen allerdings nur 13, eins für jeden Monat, sowie ein Deckblatt. Achte bei den Bildern auf die richtige Auflösung und das findest du heraus, wenn du dir die Eigenschaften eines Bildes anschaust. Da kannst du auf verschiedene Faktoren wie einmal die Auflösung schauen. Diese sollte nicht unter 700 Pixeln in der Breite oder in der Höhe liegen. Das Bild ist dann in den meisten Fällen zu klein. Dieses Bild hier hat nur 100 KB Größe, ist also sehr klein und nur eine geringe Auflösung. Das würde ich nicht empfehlen, damit du am Ende einen hochauflösenden Kalender hast. Du kannst unter den Details diese Werte auch noch einmal nachsehen. Ja, und auch wenn du das Bild öffnest, würdest du schnell erkennen, dass wenn du ranzoomst, hier einige Punkte verpixelt sind. Das Bild ist also nicht optimal. Alle anderen Bilder sehen hier soweit in Ordnung aus. Diese werden nun bei MeinFoto hochgeladen. Klick dafür jetzt einmal auf den Link in der Beschreibung, dann bekommst du nämlich Rabattaktionen. Ein guter Preis ist hier der Fotokalender ab 6,90 Euro. Klick dann auf den Button Fotokalender entdecken und wähle aus, welche Art von Kalender du gestalten möchtest. Hier gibt es den besprochenen Tischkalender, aber eben auch den Wandkalender. Wir schauen uns hier den Wandkalender an und können auch als Gast bestellen oder uns registrieren. Es gibt einige Vorlagen, wenn du deinem Kalender ein Layout geben möchtest. Das kann cool sein, wenn du ihn eher verspielt gestalten möchtest. Wir suchen uns in dem Fall allerdings keine Vorlage aus.
Hier hast du nun noch die Auswahl, wie am Ende unten die Kalenderdaten dargestellt werden sollen. Wir wollen in dem Fall schon mal den Kalender so starten. Wählen aus, dass wir als Digitaldruck den Kalender bekommen möchten. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, einen detailgetreuen Druck mit starkem Echtfotopapier zu bekommen. Die Qualität ist dann durchaus noch einmal höher. Mich hat allerdings auch schon der Digitaldruck überzeugt. Das ist dabei am Ende deine Entscheidung. Danach muss noch das Format ausgewählt werden. Ich wähle ein Querformat, da die meisten meiner Bilder hier im Querformat fotografiert sind. Und wie besprochen ist für mich A3 im Querformat 30 x 45 cm die richtige Breite und Größe, da der Kalender an der Wand hängen soll und nicht in der Größe der Wand untergehen soll. Jetzt klicke ich hier auf A3 quer und kann einfach auf Jetzt Kalender gestalten klicken. Der kostet mittlerweile 14,90 €, 6,90 €. Diesen Preis bekommst du für den kleinsten Kalender im A5 Format. Wir befinden uns nun hier in der Oberfläche von Mein Foto. Und hier kannst du ganz einfach in einer Stapelverarbeitung deine Bilder im ersten Schritt importieren. Und dafür hast du hier verschiedene Quellen. Du könntest sie von deinem Smartphone importieren. Dafür musst du sie nicht erst auf dem PC transferieren, sondern könntest hier einen QR-Code mit deiner Foto-App auf dem Smartphone scannen und die Bilder dann am Smartphone hochladen. Sie tauchen dann hier auf. Dein Bildarchiv entsteht, wenn du schon in Vergangenheit Bilder zu Mein Foto hochgeladen hast und klickst du auf Computer, dann kannst du einfach zu dem Ordner wechseln, den du angelegt hast für deinen Kalender. Ich bin jetzt hier im Ordner für meinen Fotokalender, drücke einmal STRG A oder ziehe mit der Maus einmal rüber und klicke dann auf Öffnen. Dann werden mir die Bilder hier in die Medienbibliothek hochgeladen. Dabei wird auch direkt geprüft, ob die Auflösung dieser Bilder in Ordnung ist. Siehst du hier ein kleines Ausrufezeichen, dann hat dein Bild zu wenig Auflösung und würde am Ende verpixelt dargestellt werden. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Du könntest einfach per Drag and Drop dein Bild auf die erste Seite, zum Beispiel für Umschlag, ziehen. Dann müsste es hier im Kalender platziert werden und du kannst es an den Ecken berühren und dann größer ziehen, bis es den gesamten Kalender füllt. Alternativ zieh es einfach direkt hier rein, dann wird es auch im Vollbild sofort auf deinem Kalender übernommen. Dein Kalender kann einen Titel tragen, wie zum Beispiel Kalender 2024, und dann kannst du diese Schrift natürlich auch noch nach deinem Belieben anpassen mit einer Schriftart, Schriftfarbe und der passenden Schriftgröße. Elemente kannst du einfach verschieben, indem du sie anklickst und dann beispielsweise nach oben ziehst. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Hier hast du noch die Möglichkeit, weitere Formatierungen wie zum Beispiel Unterstrichen zu wählen, damit dein Text noch mehr auffällt. Hier oben in der Leiste kannst du dein Bild auch nochmal vergrößern, wenn du einen anderen Bildausschnitt haben möchtest. Du kannst den Rahmen an das Bild anpassen, das heißt, das Bild noch einmal anders skalieren. Das mache ich in dem Fall einmal rückgängig, ziehe mir das Bild hier wieder groß. Es gibt die Möglichkeit, das Bild zu drehen, falls es noch nicht ganz in der richtigen Richtung zu sehen ist. Wir können es auch spiegeln, die Transparenz verändern. Dann gibt es die Möglichkeit, noch eine Maske und einen Rahmen hinzuzufügen. Dann gibt es die Möglichkeit, Fotoeffekte hinzuzufügen. Das bedeutet, noch einmal an der Helligkeit zu schrauben, falls wir das Titelbild hier etwas dunkler haben wollen, Kontrast und Sättigung anzupassen oder bestimmte Filter auf unsere Bilder anzuwenden, wenn wir mit dem aktuellen Bildfilter noch nicht zufrieden sind. Wir sind nicht zwangsläufig darauf angewiesen, nur ein Bild auf unserer ersten Seite zu haben. Wir können auch mehrere Bilder verwenden. Und dafür würdest du hier einfach auf Fotoplatzhalter hinzufügen klicken und könntest in diesen Fotoplatzhalter jetzt auch noch ein weiteres Bild ziehen. Dieses weitere Bild kannst du dann ebenfalls einfach anpassen, an die richtige Position ziehen und dann könntest du hier zum Beispiel auch die Bilder miteinander tauschen, wenn du sagst, es soll doch andersrum sein. Du kannst die Reihenfolge verändern. Sollte das Bild lieber hinter dem anderen Bild oder hinter dem Text liegen, dann ist auch das kein Problem. Am hochwertigsten sieht es aus meiner Sicht allerdings aus, wenn jeweils nur ein Bild auf einer Seite zu sehen ist. Das Layout hilft dir dabei, hier noch mehr Bilder anzusortieren. Hier gibt es verschiedene Layout-Formate, da kannst du dann einfach mal mischen und ausprobieren, was für dich am besten aussieht. Und so würde sich jetzt hier der Kalender schon aus mehreren Bildern zusammensetzen. So ein Rechteck können wir uns auch hinzufügen, einfach um nochmal frei gestalten zu können. Das können wir dann frei so ziehen und hätten dann hier so ein Element. Und auf das Element könnte wiederum noch ein neuer Text platziert werden. Diesen Text könnten wir dann wieder beschreiben, in der Farbe ändern und so Schritt für Schritt hier wirklich kreativ werden und das geht ziemlich einfach.
Jetzt platziere ich mir den Text hier einmal in der Mitte und sage auch Textstil kopieren. Das heißt, im nächsten Moment, wenn ich einen neuen Text anlege, dann sieht er wieder genauso aus wie dieser Text hier. Bei Ereignisse könnte ich sagen, dass ich für einen bestimmten Moment, wie beispielsweise den Geburtstag einer Person, hier noch ein Ereignis hinzufügen kann. Opa hat beispielsweise hier im Februar Geburtstag, ich klicke auf Speichern und jetzt hätten wir hier mein erstes Ereignis angelegt. Jetzt würden wir hier dieses Ereignis im Kalender dargestellt bekommen und haben so nicht nur einen Kalender, wo wir später noch Eintragungen machen müssen, sondern könnten alle Eintragungen auch schon im Vorhinein machen. Möchtest du deinen Kalender relativ schnell gestalten, dann ist der einfachste Weg, dass du sagst, automatisch befüllen. Dann werden die Bilder nämlich in die einzelnen Monate eingefügt und du hast deinen Kalender dann auch schon ganz fertig gestaltet. Klickst du hier in ein Bild, kannst du es jederzeit noch ein Stückchen hoch oder runter schieben, sodass es am Ende gut ins Layout passt. Siehst du hier die kleine 1, dann weißt du, dass das Bild bereits einmal im Kalender verwendet wurde. Hier gibt es allerdings noch keine Zahl, das heißt, dieses Bild wurde noch nicht verwendet und deswegen füge ich es hier mal zu meiner Startseite, zu meinem Deckblatt hinzu. Und jetzt hätte ich auch hier eine kleine 1 dran und weiß, alle meine 13 Bilder sind jetzt verwendet. Kreativ werden kannst du noch mit den Hintergründen. Das sind Elemente, die so ähnlich wie ein Foto sich einfach auf das Kalenderblatt ziehen lassen. Und auch hierauf lässt sich dann nochmal das Foto ablegen. So hättest du jetzt hier ein Foto mit einem kreativen Kalenderhintergrund dazu. Unter den Layout siehst du die vorgefertigten Platzhalter, wie du also deine Bilder ansortieren kannst. Masken können dabei helfen, dass dein Bild nur in einem bestimmten Rahmen zu sehen ist. Gleiches gilt für Rahmen, die hier nochmal dem Bild so eine Umrandung geben. Und unter Vorlagen, da gibt es dann nochmal die Presets, die wir am Anfang schon auswählen konnten, damit du deinen Kalender mithilfe einer Vorlage gestalten kannst. Ich mag allerdings hier den eher simplen Kalender und sage deswegen, ich möchte keine Maske, sondern nur die Bilder. Und am Ende ist es wichtig, dass du dein Projekt speicherst. Dafür kannst du ihm zunächst einen Namen geben, hier auf Speichern klicken und dann hier nochmal auf das Disketten-Symbol. Und wenn du jetzt noch nicht fertig bist, sondern zu einem späteren Zeitpunkt deinen Kalender fertigstellen möchtest, dann registriere dir hier am besten einen Mein Foto-Account, denn dann kannst du es in deinem Profil abspeichern. Bevor du auf Fertig klickst, kannst du hier nochmal in den globalen Projekteinstellungen schauen, ob du noch einen Rand, eine Lücke zwischen den Fotos oder einen Rahmen hinzufügen möchtest. Wenn dem nicht so ist, dann klick am besten auf Fertig, schau, ob keine Fehler in deinem Projekt zu sehen sind. Hier würde dir ansonsten gezeigt werden, wenn noch etwas konkret nicht. Wenn du dann alles richtig eingestellt hast, dann klick einfach auf Fertig, dann wird der Kalender zu deinem Warenkorb hinzugefügt und gespeichert. Hier kannst du ihn wahlweise entweder direkt mit Amazon oder mit PayPal oder mit dem Checkout von Mein Foto kaufen. Hast du noch einen Gutscheincode, dann löse ihn hier am besten ein. Da du bei einer Bestellung Versandkosten bezahlen musst, macht es Sinn, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr Kalender zu gestalten oder weitere Produkte hinzuzufügen. Oder du sagst, du möchtest nicht nur eine Variante deines Kalenders, sondern in der Anzahl auch zwei, dann hier einfach auf das Plus drücken, dann wird die Anzahl höher gestellt. Oder du gestaltest noch einen Kalender, dafür einfach nochmal auf Fotobuch und Kalender und dann Fotokalender klicken. Und dann beginnt dieser Prozess von neuem. Zwei verschiedene Wandkalender liegen jetzt im Warenkorb. Ich nehme meistens die Bezahlung mit meinem Amazon-Konto, weil hier dann direkt auch die Liefer- und die Rechnungsadresse hinterlegt ist. Klickst du auf zur Kasse, dann kannst du hier als Gast oder als Account-Inhaber bestellen. Musst nur noch deine Daten eingeben und hast dann die Möglichkeit, die Lieferung zu konfigurieren. Als Zahlungsarten stehen dir PayPal, Zahlung auf Rechnung oder auch Kreditkarte, Sofortüberweisung und Amazon Pay zur Verfügung. Wenn du hier die Zahlung durchgeführt hast, dann bekommst du die Bestätigung und an deine E-Mail-Adresse zusätzlich auch eine Bestätigungs-E-Mail. Die sagt dir, wie lange jetzt der Prozess des Druckens dauern wird. Hast du bestellt, dann kannst du jederzeit auch deinen Bestellstatus prüfen, indem du dann die Bestellnummer und deine E-Mail-Adresse eingibst. Hier auf der Seite Versandinformationen, da siehst du auch, je nachdem welches Produkt du bestellt hast, in unserem Fall ja der Fotokalender, dass die Produktion 2 bis 3 Werktage in Anspruch nimmt und der Versand 1 bis 3 Tage, was eine Gesamtlieferzeit von 3 bis 6 Werktagen ausmacht. Wenn es jetzt schon kurz vor Weihnachten ist, dann wird auf dieser Seite auch ganz transparent stehen, ob das Produkt noch vor Weihnachten ankommt oder du vielleicht schon zu spät bist.
Okay, du hast gesehen, es ist gar nicht so schwierig und hier siehst du auch schon eine Aufnahme des Ergebnisses. Ich finde den Kalender super hochwertig, hier hängt schön an der Wand und der kam die letzten Jahre, als ich ihn meiner Familie geschenkt habe, immer gut an. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal Tutorial Center, dann bekommst du mehr praktische Anleitungen.